Ja, hallo zusammen. Hier ist Tim Schäfer. Ich melde mich nochmal zu Wort von meinem Schreibtisch. Ich habe jetzt ein paar E-Mails bekommen und ein bisschen besorgte Anleger, Aktionäre, die haben ihr Depot selbst zusammengestellt und jetzt sind nun mal einige Aktien eingebrochen. Zum Beispiel Börse hat's erwischt, Reiseanbieter, TUI und die ganzen Airlines, die Lufthansa hat es bitter erwischt, die Deutsche Bank, die Commerzbank sind eingestürzt, schon länger. Aber auch die Autoindustrie, die Autohersteller, die BMWs, die VWs und so weiter, haben böse gelitten. Und dann gibt es ja Leute, die erwischen solche Aktien oder die General Electric. Die Google ist auch ziemlich abgestürzt die letzten 2 Wochen und auch andere Social Media Aktien. Wir haben die Probleme eines volatilen Marktes und das ist gesund, das ist natürlich. Du hast auch eine Auslese, du hast auch Firmen, die es vielleicht nicht schaffen werden und vielleicht hast du sogar eine davon im Depot. Das kann passieren, das ist die Gefahr, wenn man einzelne Aktien aussucht und sich das eigene Depot zusammenbaut. Aber grundsätzlich, ich möchte jetzt nicht beurteilen, ob die eine oder andere Aktie ganz große Probleme bekommt oder nicht. Ich weiß es auch nicht, ich kann auch nicht hellsehen. Es ist aber oft so, dass wir eine Korrektur haben und sich die Kurse dann wieder erholen. Oder es kann auch passieren, dass Unternehmen in Schwierigkeiten oder in eine Strukturkrise kommen, wie die ganzen Automobildinger oder die ganzen Airlines. Jetzt gerade in Europa ist schon schwierig, die Ryanair ist abgestürzt. Wir haben Überkapazität, wir haben sinkende Ticketpreise. Es gibt einfach zu viele Sitzplätze in der Luft und deswegen fallen die Preise KLM, die Air France und wie sie alle heißen, die haben Probleme. Es sind auch schon die WOW Airline ist pleite gegangen und so. Wenn man also so schwierige Branchen im Depot hat, merkt man das. Na klar. Grundsätzlich ist ein Rat von mir gar nicht reinschauen, sich nicht verrückt machen lassen. Die ersten 10 Jahre, wenn man ein Depot aufbaut, ist immer schwierig und dann mit der Zeit, mit den vielen Jahren, vielleicht nach 10, 12, 20 Jahren läuft es dann hoffentlich richtig stark ins Plus. Aber ganz einfach kann man es sich machen. Man nimmt sich einen ETF, den S&P 500 oder World ETF. Dann hast du eine riesenbreite Streuung, günstige Kosten. Und dann hat man durch die hohe Streuung hat man schon eine, sag ich mal, eine bessere Risikostreuung, weniger größere Risiken im Depot. Und so kann man es sich einfach leichter machen. Aber man darf halt an der Börse, es ist halt Risikokapital, es ist volatil. Man kann da schon psychologisch, wenn man da 15%, 20% mit seinem Depot oder mit einzelnen Aktien dann herunterrutscht, kann das schon an einem nagen. Und das kann so Verlustängste auslösen und so. Das ist nicht ohne emotional. Und ich verstehe auch, dass manche Leute besorgt sind. Die schicken mir dann E-Mails und ich. Auch wenn sie neu investieren wollen, dann sagen sie, ja, soll ich heute investieren? Wie soll ich es machen? Und so. Ich bin auch kein Hellseher und ich möchte auch niemandem was Falsches raten oder so. Das muss jeder für sich eigentlich selbst entscheiden. Und man kann ins Klo greifen. Ich habe auch Schrottdinger im Depot. Ich habe Sachen, die sind pleite gegangen. Ich hatte Qcells, diese ganzen Solardinger, Sunways und Solarworld, die sind alle in der Pleite geendet. Da habe ich gedacht, ich tue sogar noch was Gutes mit grünen Investments, aber genauso habe ich Aktien, die nach oben hingeschossen sind. Da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, verfünfzigfacht, die CDS Eventim und die Netflix und so weiter. Und dann habe ich andere Aktien, die haben sich verzehnfacht, aber ich habe auch Pleitefälle im Depot. Ich lasse sie einfach liegen, ich verkaufe nicht. Das ist so eine Grundsatzentscheidung von mir. Ob sie richtig ist oder falsch, weiß ich nicht, aber ich kann halt nicht hell sehen, deswegen. Mache ich eigentlich von meinen Verkaufsabsichten, ich mache keine Verkäufe. Und es gibt ja auch so eine tolle Story von einem Senior, der ist über 90, der hat für 1000 Dollar vor über 50 Jahren hat er Walgreens Aktien gekauft, die Drogeriekette. Und heute ist das Depot oder die Position 2 Millionen Dollar wert und irgendwann mit Mitte 40 oder so hat der Typ. Der hatte so ein großes Depot, das ist halt gewachsen durch die ganzen Aktiensplits und die Dividenden. Ist er in Ruhestand gegangen, ist auch ein ganz genügsamer Mensch. Der fuhr ein 20 Jahre altes Auto und jetzt hat er sein Vermögen gespendet, gestiftet für ein Naturprojekt, ein Wildnisprojekt. Ganz tolle Sache. Okay, das wollte ich sagen. Also
Man darf auch auf die Kurse nicht so oft schauen, gar nicht jeden Tag. Das macht einen nur verrückt, gerade in so, wir haben jetzt eine Korrekturphase, eine sehr schwierige Zeit. Wir haben schon so ein paar Bremsklötze in der Welt, der Brexit in England, da gibt es ja Probleme, Regierungschefin ist zurückgetreten. Wir haben da die Wahlprobleme in Wien, in Österreich, der Zusammenbruch eigentlich der Regierung mit der FPÖ und so dieser ganze Skandal mit diesem versteckten Video, diesen rechtsgelagerten FPÖ, die sind ja eine Nazi-Partei, kann man da nur zu sagen. Und da ist halt rausgekommen, mit was für schäbigen, dreckigen, schmutzigen Methoden die arbeiten. Die wollen Geld, Schwarzgeld von aus Russland annehmen und dann dafür wieder Aufträge über eine Baufirma an den Spender, an diesen Oligarchen zurückgeben, an diesen vermeintlichen, also eine Räuberpistole. Aber dieser Vizekanzler ist ja aus Österreich, ein schäbiger Typ, kann ich dazu nur sagen, dass man so Sachen überhaupt macht. Am wichtigsten im Leben, finde ich, ist, dass man ehrlich ist und sich anstrengend und ein guter Mensch ist, aber so Kriminelle, so Mafiöse, so Schwarzgelder annehmen und so, es ist ja furchtbar. Also bei aller Sparsamkeit und aller Karrieremöglichkeiten, bei allem Eifer ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich innerlich wohlfühlt und dass man das Herz an der richtigen Stelle hat. Das kann ich eben nur sagen, im Kleinen wie im Großen. Und das Allerwichtigste eigentlich im Leben eigentlich ist das. Und da ist alles andere wirklich nachrangig, dass man sich innerlich wohlfühlt, dass man so eine Werteentwicklung hat innerhalb seiner Seele eigentlich. Und da kann man auch sagen, okay, also was die da gemacht haben, das gibt es bestimmt auch im linken Spektrum, auch bei der CDU gab es das, gab es bei der SPD, aber es ist schon ganz schlimm, also man macht es einfach, man geht an für sich schon gar nicht in den grauen Bereich, in die graue Zone, dann kommt man auch nicht in die Versuchung, an den Abgrund zu laufen. Okay, und sonst haben wir halt viele Probleme zu der Handelskrieg zwischen China und USA, auch Europa. Da Donald Trump macht ja Druck, der will sogar auf europäische Autos einen Strafzoll von 25% erheben. Das wäre ganz schlimm für die europäischen Automobilhersteller, für die Daimlers, BMW, VWs und so weiter. Das ist ein Problem, wenn das käme. Wir haben viele Auseinandersetzungen zwischen der Europa und den USA. Wir haben so ein bisschen so eine Politik der Isolation, dass Länder sagen, wie jetzt auch England, die wollen sich zurückziehen aus der EU und so. Auch Amerika zieht sich aus vielen Vereinbarungen zurück. Das ist wirklich schwierig in der westlichen Welt geworden, wenn du immer mehr Isolierung hast. Wichtig ist doch, dass man zusammenarbeitet, Bündnisse schafft und die Welt verbessert und an einer gerechteren auch Verteilung arbeitet. Ich bin als finanziell freier, ich bin auch ehrlich gesagt bereit, meinen Anteil zu bezahlen über die Steuer. Ich bin auch bereit zu spenden und so. Ich glaube, wir müssen alle schauen, dass wir die zurückbleiben, dass wir denen auch helfen. Das sagen im Grunde auch alle, ob das der Warren Buffett ist oder der Richard Branson oder wie sie alle heißen, die sind alle bereit, was zu geben und was zu tun. Oder der Bill Gates, die spenden ja enorme Anteile ihres Vermögens. Und die meisten Menschen sind eigentlich auch von Grund auf gut, würde ich mal vermuten. Und hoffentlich, dass so Sachen, wie sie jetzt in Österreich passiert sind, dass sich sowas nicht häuft. Okay, das war eigentlich schon alles. Also in einer hektischen Zeit, einer schwierigen, ängstlichen Zeit, wo die Kurse volatil sind, wo es viele Neuigkeiten gibt, jetzt die Wahlen zum Europäischen Parlament am Wochenende, am Sonntag. Einige Länder haben ja schon gewählt. Aber wo es ein bisschen da diese ganzen Ermittlungsgeschichten gegen den Trump und so, das ist alles turbulent. Dieser Müller-Report und diese ganzen Sachen, das ist, da gibt es ja jeden Tag irgendwo einen neuen Skandal oder einen Pseudoskandal. Man weiß gar nicht, was man alles noch erwarten muss und kann. Man braucht an der Börse Nerven wie Drahtseile, darf sich da keine Sorgen machen.
Und man sollte, wenn die Kurse sinken, eigentlich euphorischer werden, zuversichtlicher, positiver und vielleicht einfach aufstocken. Okay, im Grunde eine Durchhalteparole an alle, die etwas nervös sind oder wo Aktienpositionen ins Minus rutschen. Das gehört dazu. Deswegen auch ist es wichtig zu streuen über verschiedene Länder, über verschiedene Branchen. Und wenn man halt mal in einer schlechten Branche ist, würde ich das aussitzen, sowas wie eine Lufthansa oder so. Und Traditionsfirmen kommen eigentlich immer wieder zurück. Oder ich denke auch, die Ryanair wird zurückkommen. Oder so eine EasyJet. Bei den ganz Kleinen sterben ja viele. Da weiß man es nicht. Genauso bei den großen Automobilherstellern mache ich mir jetzt persönlich nicht so Insolvenzsorgen oder Konkurssorgen. Aber sie haben halt eine schwere Zeit. Und einige Firmen, wie Deutsche Bank, vermute ich mal, die werden es auch schaffen. Ich kann es nicht garantieren, aber ich vermute es mal, die Historie und so, aber es ist ganz brutal. Die haben ja 90% verloren von der Spitze. Also es gibt Aktien, also sowas wie General Electric und Deutsche Bank und Commerzbank. Da muss man schon sagen, also das ist ja wirklich hausgemachte Probleme, Versagen im Management, im Aufsichtsrat. Da werden hohe Gehälter bezahlt, absurde Übernahmen gemacht. Für die Postbank haben die einen hohen Preis bezahlt. Und also, dass auch die Leute da noch im Aufsichtsrat sind, diese Versager, in meinen Augen sind das Versager. Es ist ja eine Katastrophe, was da passiert ist. Und da sitzen dann Leute wie dieser Achleitner, kassieren Riesengehälter und hinterlassen einen Saustall. Das ist ja eine Katastrophe. So viele Skandale hat die Deutsche Bank mitgemacht. Und die ganzen, also Geldwäsche und russische Milliardärssummen hin und her geschoben und so. Und die haben so viele Strafen bekommen und die Aufsicht hat versagt, die interne Aufsicht bei der Deutschen Bank. Und auch, wir haben sie auch bei anderen Finanzinstituten, das ist ja nicht nur die Deutsche Bank betroffen, aber es ist schon eine Skandalfirma. Und Bayer hat es auch zerlegt mit diesem ganzen Monsanto-Übernahme. Ich meine, das ist auch eine Katastrophe, was der Baumann gemacht hat. Er übernimmt Monsanto. Das Ding ist ein Riesenkrisenfall. Das kann der gar nicht verkaufen. Wer will denn Monsanto kaufen? Das hat ja im Grunde im Momentan keinen Wert. Diese ganzen Gerichtsfällen, das ist der Wahnsinn. Okay, alles klar, dann macht's mal gut. Bis die Tage, ciao.